herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen Gast da, mit dem habe ich zuerst über seinen Flugzeugabsturz gesprochen. Er ist Testpilot gewesen, er ist auch jetzt wieder Testpilot, aber er hat über 23 Jahre lang an seiner Gesundheit gearbeitet, um die Folgen seines Absturzes eigentlich wieder zu überwinden. Und während dem Gespräch ist uns eben noch aufgefallen, dass er schon zwei Nahtoderfahrungen hatte. Und Nahtoderfahrung ist etwas, was man immer wieder hört, aber ja, eigentlich muss man einfach da mal ein bisschen nachfragen, was es eigentlich bedeutet, was es ist, was man da erlebt. Und das möchte ich heute auch mit meinem Gast nochmals machen. Ganz herzlich willkommen, lieber Damian Hischier. Spreche ich richtig aus? Hischier? Hischier, genau. Hischier, gut, das ist ein bisschen neu für mich, aber ich kenne ja diesen berühmten Hokkaianer, aber alles klar. Schön, dass du da bist, ja, und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Was ist eine Nahtoderfahrung? Man stirbt wirklich kurz und man ist kurz irgendwo in einer anderen Seite, anderen Welt, oder wie hast du das erlebt? Also eben, es ist natürlich immer sehr schwierig, das mit Worten zu beschreiben, weil das sind so Zustände, die wir uns eigentlich, sag jetzt mal, im normalen Leben gar nicht mehr vorstellen können. Also das, man hört ja da verschiedene Sachen. Also das sind dann verschiedene Dimensionen. Stoßen wir in irgendwelche Dimensionen vor, die in unserer Raumzeitdimension, die gar nicht existieren. Und auch dort, was dort ist, aus meiner Sicht, hört dort die Zeit auf. Also das heißt, war meine Sicht, wenn man so ein Nahtoderlebnis hat, dann kann man auch nie wissen, wie lange hat es das gedauert. Also wie lange war ich jetzt da, wie man so schön sagt, auf der anderen Seite. Oder eben so das Zeitliche, das fehlt dann. Das ist fast, wie sich das auflösen würde. Also das geht so, dann ist die Unendlichkeit ist dann präsent. Also, und da ist eben, das ist wirklich so ein Grad, und man kann auch nicht genau sagen, das ist ein Schalter, der jetzt umfällt, jetzt am Leben oder so tot oder gestorben. Das ist irgendwie ein fließender Übergang. Also du hast mir gesagt, das erste Erlebnis dazu war ja mit im Kindesalter, glaube ich, 11, 12 Jahre. 12 Jahre. Und dann hast du mir gesagt, und das habe ich heute noch in den Knochen, das heißt, dieses Ereignis, dieses Erlebnis ist dir ganz tief im Körper noch drin. Ja, genau. Kannst du es versuchen zu beschreiben? Also auch eben damals, als das passiert ist, das war ja nicht irgendwie ein Unfall oder irgendetwas Spezielles. Also das im Nachhinein, wenn ich darauf zurückblicke, würde ich sagen, das ist etwas, was, ja, was für mich wie vorbestimmt war, dass ich so etwas erleben darf. Also ich war dann krank, also hatte Fieber aus irgendwelchen Gründen, weiß man heute noch nicht. Und das Fieber ist dann immer gestiegen bis irgendwo 42 Grad. Und ich war dann auch eben zu Hause im Spital, und irgendwann mal war ich eben, also ich habe das dann gemerkt, und da war ich eben so in dem Zustand von den anderen Dimensionen. Und das war dann wie so eine Entscheidung. Also ich hatte so zwei Richtungen, und ich konnte mich für eine Richtung entscheiden, aber ich wusste nicht, was passiert, wenn ich in die Richtung gehe oder wenn ich in die Richtung gehe. Und ich habe mich dann für eine Richtung entschieden, aber ich weiß bis heute noch nicht, was passiert wäre, wenn ich in die andere Richtung gegangen wäre, zum Beispiel. Und das ist so etwas, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Gladiator. Also das ist so ein Film von einem Gladiator, und das ist auch am Ende des Filmes, kommt er ja auch so in der Arena als Gladiator, kommt er um, und dann kommt auch so eine Szene, wo er nachher so in einem großen Kornfeld ist. Nachher gehen zwei Wege. Oh ja, ich kenne den. Familie kommt dann, oder? Genau, und ich konnte mich dann noch erinnern, also ich habe den Film auch geschaut, und dann nach dem Film bin ich einfach dort gesessen, und das war für mich also so etwas Ähnliches. Obwohl es völlig anders ist, aber das hat mich auch wieder nochmal so richtig berührt. Und interessanterweise, nachdem ich mich eben für den einen Weg entschieden habe, bin ich dann wieder zurückgekommen oder wieder, sage ich mal, ins normale Leben gekommen, und innerhalb von einem Tag war ich wieder gesund und war alles vorbei. Also das ist ja unfassbar.
Und wie konntest du das als Kind dann verarbeiten, was da passiert? Gar nicht. Also ich habe das, also auch als Kind habe ich das da gar nicht realisiert und auch, ich glaube auch mein Umfeld nicht. Und ich habe erst kürzlich habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen und das haben die auch nie gewusst. Also die haben das nicht gewusst von dem Erlebnis und ich habe das ihnen gesagt mal, ja, ob sie eigentlich gewusst haben, dass ich damals ein Nahtoderlebnis habe. Weil nicht mal ich wusste das, was das war. Ich konnte das damals nicht einordnen. Und habe das dann erst später erfahren. Und das war immer bei mir, das war immer präsent. Also ich habe immer gemerkt oder gewusst, dass das etwas Spezielles war. Also nicht, sage ich mal, etwas Normales. Mhm. Und habe dann auch versucht, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Aber ging nicht. Es ging nicht. Also ich bin da nie irgendwo rangekommen und die anderen Menschen mit dem. Bis ich eben dann mal jemanden gefunden habe, mit der selbst auch sowas hatte. Und konnte mit dem darüber sprechen und dann erst dann habe ich realisiert, was es eigentlich wirklich war. Und ja, ich weiß heute noch nicht, wozu es gut war, aber das war bestimmt für irgendetwas gut. Vielleicht finden wir noch etwas heraus während dem Gespräch, aber der zweite Fall, das war während einer Operation, ja, da war auch ein Herzstillstand. Aha. Du wurdest wieder mit dem Defibrillator wieder zurückgeholt. Aha. Das waren ja wahrscheinlich alles nur Sekunden und für dich gefühlt. Ja, also das war, also ich sage jetzt mal, das war zwar, ich sage jetzt mal medizinisch, aber sicher nicht so ein unvergleichbar mit dem anderen Erlebnis, das ich hatte. Also das, ich denke, das war jetzt einfach wirklich mal abgestellt und wieder angestellt, also sehr kurz und das andere, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat damals. Also das sind Sachen, die aus meiner Sicht nicht vergleichbar sind. Nicht. Also, aber was hast denn du dort erlebt, in der Phase, wo während der Operation es zu diesem Fall gekommen ist? Also ich habe das eigentlich auch nach der Operation erst realisiert. Also ich habe nach der Operation habe ich realisiert, dass irgendetwas nicht mehr so ist, wie es früher mal war. Und, in deinem Befinden? Hast du das Gefühl gehabt, da ist was passiert, aber weiß nicht was? Oder? Ja, genau. Also einfach so, das war wie so, wie ich irgendwo, schwierig zu erklären, irgendwo drüber geschritten wäre. Aber du hast nicht irgendwie deinen Körper gesehen, nee, das hört man ja manchmal auch, dass Leute sehen, oh, das ist mein Körper. Ich hatte mal einen Arzt da, der in der Organtransplantation tätig war und er hat mir Fälle geschildert, wo die Patienten geschrien hätten hier oben, was machst du mit meinem Körper? Mhm. Und voller Schreck ist dann die Seele wieder in den Körper rein und ist aufgestanden, unter dem Messer. Oh, ja. Also das habe ich eben auch schon gehört. Sowas hatte ich nicht, aber eben beim ersten Mal, das war dann wirklich so, also das war dann wirklich so, dass sich eben die Seele oder der Geist vom Körper getrennt hat. Und das ist dann, also ich habe mich auch selbst wahrgenommen von außen und das ist dann wirklich eben so ein Zustand wie, ich sage immer, wie immer und überall. Also man, da kannst du gleichzeitig, bist du überall, aber kannst von außen, kannst eben deinen Körper oder auch andere Sachen kannst du wahrnehmen von ganz einer anderen Dimension. Ich kann mir vorstellen, was du damit sagen willst. Ich höre das immer wieder in ähnlichen Formulierungen, dass einfach Zeit keine Rolle mehr spielt. Und ich finde das einfach auch ganz wichtiger Punkt, dass wir darüber reden, über dieses Ganze, weil dieses Ganze außerhalb gelöst vom Körper zeigt uns doch etwas, was wir Menschen eigentlich sind. Wir sind nicht Körper. Wir haben eine Seele. Und die ist viel, viel mehr als nur das, was wir uns immer einschränken. Also das denke ich auch. Und also so wie ich das für mich verstanden habe, wie die Zusammenhänge ist, also wir haben einen Körper und ein Körper, jeder Körper hat ja eine spezielle Schwingung, hat eine spezielle Frequenz. Und die Seele ist ja etwas, was auch dann immer und überall ist. Und die Seele hat eine bestimmte Schwingung. Und wenn die zwei Dinge in Resonanz kommen, also Körper und die Seele, wenn die in Resonanz kommen, das ist das, was nachher der Mensch dann ausmacht. Oder eben auch, wenn das wieder vergeht. Also deswegen sagt man ja auch, es gibt ältere Seelen, also es gibt Seelen, die schon älter sind oder es gibt jüngere Seelen und deswegen ist das auch so,
aus meiner Sicht, dass eben Seelen gehen mehrmals in einen Körper rein. Also das ist nicht eine einmalige Gelegenheit. Und deswegen, auch wenn ein Mensch stirbt, ist das nicht, es ist zwar, der Mensch ist zwar nicht mehr so, wie wir ihn kennen, ist er zwar nicht mehr da, aber seine Seele, die bleibt, also die existiert und die kommt irgendwann, wenn es wieder einen Körper gibt, dessen Frequenz wieder mit der Seele in Resonanz geht, kommt das wieder zurück und dann lebt das weiter. Ich bin 1000% sicher, dass das absolute Wahrheit ist, was du sagst. Das fühlt sich in mir eben auch so an. Mhm. Wenn man es jetzt aus der Religionssichtweise anschaut, muss man ja sagen, es sagen ja alle Religionen, mit Ausnahme des Katholismus, dass das irgendwo mal im 18. Jahrhundert abgeschafft hat. Aber ansonsten wurde das über 2000, 5000 Jahre immer gesagt. Ja. Und da muss ja irgendetwas dahinter stecken. Es gibt ja genug Menschen, die so etwas erlebt haben und die das eben auch bestätigen können, dass es wirklich so ist. Und deswegen ist für mich auch, wenn Menschen zum Beispiel in meinem Umfeld sterben, da habe ich ganz eine andere Einstellung dazu als wahrscheinlich, andere Menschen, die sowas noch nie erlebt haben. Also das ist halt das tiefe Vertrauen ins Ganze, was in dir drin gefestigt ist, oder? Ah, genau. Dass es ein Abschied auf immer ist, sondern wahrscheinlich eher wieder ein Willkommen im nächsten Leben. Sowas, ja. Und ich kann mich noch gut an einen Fall erinnern, wenn mein Großvater gestorben ist. Und zu meinem Großvater hatte ich eine sehr gute Beziehung. Und es ist ja so, während eben der Beerdigung in der Kirche wird dann der Lebenslauf von dem Verstorbenen vorgelesen. Und dann haben die Verwandtschaft hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich habe das dann gemacht. Und ich war sehr stolz, dass ich das machen konnte. Und habe das auch mit großer Freude gemacht und eben das vorgelesen. Habe dann auch noch ein paar Sachen erzählt, die nicht auf dem Lebenslauf waren. Schöne Sachen, die ich mit meinem Großvater erlebt habe. Und für mich war das eine Riesenfreude, also ihn praktisch mit dem gehen zu lassen, oder mit den Erfahrungen. Aber bei anderen Menschen ist das dann anders angekommen. Also ich habe dann so Rückmeldungen bekommen, dass ich ein gefühlsloser, kalter Mensch sei, dass mich keine Emotionen zeigen, das sei doch eine schlimme Sache, wenn eben Absolut. Menschen sterben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, nur unter uns zwei schaut niemand zu, wie viel ist davon Show und wie viel ist ehrlich? Ja. Das frage ich mich manchmal immer wieder. Ich mich eben auch. Ja, dass die pflichtobligatorische Sonntagsspaziergang zum Friedhof in der Meinung, dass da jemand liegt. Da ist ja nur noch der Körper. Oder? Also ich bin da genau bei dir. Und es gibt auch einige Religionen, die festmachen ein Fest für den Verstorbenen. Ja, das war ich. Man festet die Erinnerung und man wünscht ihnen alles viel Glück und Segen auf dem weiteren Weg. Ich finde das viel schöner, als jetzt einfach hier zu sitzen und Trübsal zu blasen, sondern sich zu freuen für diese Seele, die einen neuen Weg gehen darf. Also wenn ich mich entscheiden könnte, ich würde es auch so machen. Und ich hatte auch einen guten Freund, mit dem hatte ich mal zusammen ein Geschäft, also ein kleines Geschäft, und der ist auch an einem tragischen Unfall gestorben. Und das war für mich auch so etwas. Und ich denke, der Mensch, das war ein Mensch, der hat sehr intensiv gelebt. Also der ist mit 27 ist er gestorben, aber hat bis zu seinem 27. Lebensjahr hat er sehr intensiv gelebt. Und ich denke einfach, der hat seine Aufgabe erfüllt damals und ist dann, konnte gehen und lebt dann jetzt wahrscheinlich in jemand anders oder in einem anderen Körper weiter und erfüllt eine andere Aufgabe. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe damals in einem in dem Erlebnis, dass jeder Mensch eine Aufgabe hat. Und zwar eine Aufgabe der Menschheit, etwas zurückzugeben. Und ich denke, das ist jetzt auch vielleicht auch in Verbindung mit dem, was wir vorher gesprochen oder in der anderen Sendung darüber gesprochen haben. Einfach wieder, wir bekommen viel, aber wir müssen auch oder wir sollten auch wieder etwas zurückgeben. Und das ist so eine übergeordnete Aufgabe. Und das ist, ich sage, da gibt es nicht schlecht oder
etwas Gutes. Das ist egal, was ein Mensch macht, wenn er das wirklich aus Überzeugung macht und wenn er das wirklich aus dem tiefsten Innersten macht, dann ist das genau das, was es sein muss. Und das ist wirklich egal, was es ist. Aber das ist so meine Überzeugung in dem gleichen Zusammenhang. Verstehe. Auf diesen Bezug möchte ich noch eine Frage stellen, aber zuerst noch eine Klammer einsetzen. Hast du heute Angst vor dem Tod? Nein, überhaupt nicht. Nein, absolut nicht. Und das ist auch spannend. Also auch wenn ich bin auch viel unterwegs oder wenn ich irgendwo, weiß auch nicht, wenn ich irgendwo in den Bergen bin oder wenn ich irgendwo zum Beispiel mit dem Auto fahre. Also das sind dann immer, bei mir kommen immer wieder so Momente hoch. Zum Beispiel, wenn ich über den Furka-Pass fahre mit dem Auto und da geht es an manchen Orten jetzt relativ steil runter. Bei mir kommen dann immer wieder so Gedanken hoch, ja, wenn ich jetzt hier gerade drüber ausfahren würde, was würde jetzt passieren mit mir? Und dann, ich komme dann immer zu dem Schluss. Zu diesem Gefühl zurück, oder? Genau, und es würde eigentlich nichts passieren. Also das, aber das ist nicht etwas, das mich jetzt anzieht, dass ich das gerne machen würde oder so, aber das zeigt mir einfach, dass ich noch etwas zu tun habe, dass ich noch irgendeine Aufgabe zu machen habe und ich die Aufgabe auch noch erfüllen will. Aber wenn ich die Aufgabe mal erfüllt habe oder wenn es wirklich mal so weit ist, dann trete ich dem gelassen entgegen und ich kann mir gut vorstellen, ja, ich werde mich einfach dem fügen und den Prozess, das ist wie ein Prozess, also den Prozess gehen und eben, ich denke, Angst haben vor dem Tod, das ist eher etwas, was völlig unbegründet ist und was eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz ehrlich sagt, Blödsinn ist, weil wir können ja nur von etwas Angst haben, wenn wir wissen, was im schlimmsten Fall passieren kann. Aber es gibt ja praktisch oder sehr wenige Menschen, die wirklich wissen, was nach dem Tod passiert oder was ist. Und deswegen können wir auch gar nicht Angst haben vor irgendetwas, was wir ja gar nicht wissen, was passieren könnte. Und das sind dann auch immer so die philosophischen Fragen, die in mir hochkommen. Ja, was, wenn wenn irgendein Problem auftritt oder so, sage ich mir immer, oder ich sage das auch meiner Partnerin oder der Tochter von meiner Partnerin, ja, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann in dem Moment? Und schlussendlich, die Quintessenz von dem ist immer, nichts. Eigentlich kann nichts passieren. Und das, oder zum Beispiel Mark Twain hat auch mal gesagt, also 98% der Probleme treten gar nie ein. Ja, sind im Kopf alle da. Und eben. Ja, und schau mal die Corona-Zeit an, was das den Menschen für Ängste auslöst. Und das ist eben genauso etwas. Also Menschen, ja, wie können Menschen manipuliert werden? Und eben so Systeme. Also wenn man das so ein bisschen zurückschaut, also so die Systeme basieren ja immer auf Angst. Also Menschen können manipuliert werden, wenn sie Angst haben. Und das gibt, ja, also das sehen wir immer wieder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Menschen Angst zu machen. Zum Beispiel zum Teil von den Religionen waren auf Angst aufgebaut. Also wenn du das nicht machst, machst du eine Sünde und kommst nicht in den Himmel und ins Fegfeuer. Du kannst dich freikaufen. Genau, von der Angst freikaufen. Und das sind eben so die Punkte, mit denen ich sehr viel Denkarbeit zu leisten habe, wie das einzuordnen ist, also jetzt so in der ganzen Gesellschaft und was wirklich eben der Hintergrund ist von den Sachen. Oder auch zum Beispiel, das ist auch so ein typisches Beispiel, also Albert Einstein hat mal gesagt, es sind zwei Dinge, die unendlich sind, das ist das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht so ganz sicher, hat er gesagt. Und eben, ich meine, mit menschlicher Dummheit hat er bestimmt nicht irgendwie Intelligenz gemeint oder Bildung oder irgendetwas, sondern mit der menschlichen Dummheit, so wie ich das interpretiere, hat er eben gemeint, Menschen, die sich manipulieren lassen, also die ganze Manipulation. Und das ist etwas, was für mich sehr schwierig ist zum Verstehen. Also eben, das ist auch eine große Herausforderung für mich. Und das ist etwas, was ich auch meiner Partnerin sage. Also für mich die größte Herausforderung im Leben ist, mit der unendlichen Dummheit der Menschheit fertig zu werden. Und ich mache mir sehr oft Gedanken. Und in letzter Zeit habe ich in gewisser Weise auch fast
da kann man jetzt wirklich sagen, Angst um unsere Menschheit. Also wenn man einfach sieht, in welche Richtung das geht. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Zusammenhang ist eben mit dem, was ich erlebt habe. Also ich denke wahrscheinlich schon, aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil ich weiß nicht, wie es anders rausgekommen wäre. Und eigentlich, das ist etwas, was ich auch immer sage, also alles, was ich bis jetzt in meinem Leben erlebt habe, war nur dort, um mich auf den jetzigen Moment vorzubereiten. Ja, das bin ich auch deiner Meinung. Und ja, ich denke, das ist so etwas, ja. Alles war gut, was war, dass wir zu dem Menschen geworden sind, den wir heute sind. Oder? Ich habe am Wochenende einen Menschen kennengelernt, der auch Anwalt ist. Das war ein bisschen Sarkasmus. Der hat mir unter der Türe noch gesagt, für ihn gibt es eigentlich zwei Gesetze. Und zwar Ursache und Wirkung und Energieausgleich. Mhm. Über dieses Energieausgleich habe ich nachher noch lange überlegt. Mhm. Wenn man sich nur schon mal eine hohe Welle vorstellt, oder eine Welle, die eigentlich nur noch so am Auslaufen ist, die aber viel breiter ist. Die hohe Welle ist klein und hoch, die andere ist lang, aber es ist immer die gleiche Energie. Das ist so, ja. Alles ist im Ausgleich im Universum, in der Natur. Und das ist ja auch so, also das ist auch in der Physik zum Beispiel, also der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, das ist ja die Aussage von dem, der sagt, also dass Energie nur umgewandelt werden kann, aber nicht vernichtet oder neu erstellt werden kann. Und wie du das sagst, es ist immer ein Ausgleich. Also Energie, das sind ja immer die Energiepotenziale. Das Universum ist immer drauf, Ungleichgewichte auszugleichen. Das sehen wir ja zum Beispiel auch, nur schon ein typisches Beispiel ist mit der Luft. Also man sagt immer, vom Hoch ins Tief geht es schief. Also warme Luft geht zur kalten Luft. Es ist immer bemüht, um alles auszugleichen. Und ich denke, das ist auch etwas, was in uns Menschen drin ist. Aber leider versuchen eben viele Menschen, das zu blockieren. Also, dass die Energieausgleiche auch nicht mehr funktionieren. Und sehr oft ist es eben so, auch so, ich habe mich auch so ein bisschen mit energetischer Medizin beschäftigt. Und das ist auch etwas, was ich schon als Kind hatte. Also, zum Beispiel meine Großmutter, die hatte hier eine permanente Sehnenscheidenentzündung. Und die hat das gespürt. Die hat mir gesagt, kannst du mir mal die Hand draufhalten? Und dann habe ich der 10 Minuten die Hand draufgehalten. Und dann war das weg. Wieder für ein halbes Jahr. Und das sind auch so Sachen, wo ich mich dann auch ein bisschen damit beschäftigt habe. Und ich bin auch dort, bin ich zum Schluss gekommen. Meistens ist es eben so, dass die Menschen nicht zu wenig Energie haben. Die haben nicht zu wenig Energie, sondern viele von denen und auch sehr oft Krankheiten entstehen durch zu hohe Energiekonzentrationen. Also wenn zu hohe Energie ist, und das spüre ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt einen Menschen, der irgendwo liegt, und wenn ich dem über den Körper drüber fahre, dann spüre ich das in der Hand, wenn sie irgendwelche. Und das sind eben meistens Schmerzen oder Organe, die nicht mehr richtig funktionieren, haben zu viel Energie. Und wir haben immer das Gefühl, wir müssen denen noch Energie zuführen. Und dann, das macht das Ganze nur noch schlimmer. Wir müssen den Energieausgleich anregen. Und das ist auch das Gleiche, wie wir auch in der Medizin machen wollen. Und wenn wir gesund werden, und das ist ein reiner Ausgleich von der positiven und von der negativen Energie. Und wenn das wieder alles im Gleichgewicht sind, erst dann können wir wieder gesund werden. Erst dann kann unser Körper wieder regenerieren. Wenn man die Seele jetzt auch noch als ein Energiebündel betrachtet, dann ist es ja eigentlich offensichtlich, dass Energie eigentlich immer ist, in Groß- oder in Kleinformat, entweder feinstaublich oder materiell, aber letztendlich ist es immer die gleiche Energie. Es ist immer das Gleiche und auch also auch zum Beispiel die Materie, das ist ja auch etwas, also wenn man jetzt... aus der Quantenphysik ist es klar, es ist also letztendlich nur eine Information mit Energie. Es sind Wellen, die sich von innen nach außen bewegen und wieder von innen nach außen und immer so die In- und Out-Waves. Also das ist ein interessanter Physiker, Milo Wolf heißt er, der das auch beschrieben hat. Auch dort, und deswegen ist das auch... Wir können nicht Materie losgelöst von Energie oder eben auch nicht das genau das Gleiche wieder. Wir können nicht die Seele losgelöst von einem Körper betrachten. Also erst die Seele mit dem Körper zusammen, erst das ergibt nachher das Ganze. Mhm. Und auch wenn sich das wieder eben auftrennt bei einem Tod, wenn ein Mensch stirbt. Oder der Körper stirbt. Oder der Körper stirbt, genau. Ja. Also dann trennt sich einfach die Energie und geht ihre eigenen Wege wieder. Weil der Körper hat ja dann keine Energie mehr, da zerfällt ja, die Energie ist ja da. Genau, und eben durch das, dass der Körper
die Energie zerfällt. Die Energie muss ja irgendwo hingehen. Also das ist ja eben auch wieder Thermodynamik, die kann ja nicht vernichtet werden. Und das ist etwas, was dann wieder wieder zurück ins Universum geht und wo dann wieder neues Leben oder einen neuen Lebenszyklus anstoßen kann. Und ich finde einfach genau dieses Gedankengut, wo wir jetzt versucht haben, ein bisschen philosophisch auch darzustellen, ist doch ein unglaublich schöner, gutes Gefühl, ein guter Gedanke dahinter, gibt doch uns Kraft und Zuversicht, es nimmt uns die Ängste für viele Sachen im Leben. Und das war jetzt eben auch mein Ziel mit dieser Sendung, mit dir das zu machen, wo einfach diese Erfahrung gemacht hat, sich mal betrachtet hat, oh, da gibt es zwei Wege und Gott sei Dank hast du dich für diesen Weg entschieden, sodass wir die Sendung machen durften. Lieber Damian, danke tausendmal, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Herz hier auch ausgeschüttet hast, deine Seele gezeigt hast. Tausend Franken. Ja, vielen Dank. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mögen diese weisen Worte von Damian Hirsche Ihnen auch in der Seele Gutes tun und Sie auf Ihrem weiteren Weg kraftvoll und voller Zuversicht begleiten. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.